Es geht um den meistgesuchten Mann Deutschlands. Also das ist ja eigentlich Jürgen, oder? Hä? Nee, aber ich sehe am Thumbnail schon, hier steht Wirecard. Dann ist das doch safe, dieser Wirecard-Gründer, der im Prinzip... Boah, Digga, das ist actually, glaube ich, der größte Scammer der deutschen Geschichte. Ne? Habt ihr Wirecard damals mitbekommen? Falls nicht, bin ich mir ganz sicher, Simplizismus fasst den Sachverhalt zusammen. 19. Juni 2020 in Österreich. Ein Taxi rast am frühen Abend aus Wien zum Flugplatz Vöslau. Die Strecke dauert normalerweise nur 35 Minuten. Der Taxifahrer kennt sich aber nicht aus und verpasst die Einfahrt zum Flugplatz. Der Flughafen ist sehr klein. Ein Tower, ein paar Hangars und ein Restaurant. Schon seit Nachmittag steht hier ein kleines Flugzeug abflugbereit. Eine Cessna Citation Mustang Modell 510. Flugnummer FTY5. Doch der Fluggast verspätet sich. Um 19.45 Uhr kommt das Taxi endlich an. Kurz vor dem Rollfeld warten zwei Piloten. Ein Junge, was macht Simplicissimus denn für Videos mittlerweile? Digga, guckt euch diese Videos an. Das ist komplett from scratch selbst gemacht, ne? Wann sind denn Simplicissimus Videos solche Blockbuster geworden? Ich glaube, seit die aus Funk ausgetreten sind, ne? 40 kommt das Taxi endlich an. Kurz vor dem Rollfeld warten zwei Piloten. Was zur Hölle? Ein gut gekleideter Mann steigt aus dem Auto. Hellblaue Jeans, weißes Hemd, schwarze Lederjacke, schwarze Sneaker. Er bezahlt den Flug in bar. 7.920 Euro ohne Quittung. Um 20.03 Uhr hebt die Maschine ab. Bei dem Reisenden handelt es sich um einen Mann mit vielen Gesichtern, noch mehr falschen Pässen und engen Kontakten zu ausländischen Geheimdiensten. Ist das nicht weird, Digga? Das ist einfach wie im Film, ne? Normalerweise würde jetzt ein gewisser Agent sagen, Jesus Christ, it's Jason Bourne. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Oder? Das ist so richtig Jason Bourne, James Bond oder John Wick, Digga. Er ist in zwielichtige Deals verwickelt, spielt gerne Spion und Agent und genießt ein ausuferndes Leben im Luxus. Er ist außerdem die Schlüsselfigur im größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik. Wisst ihr, wer bei diesem Skandal ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt? Freunde, ganz kurz, wenn rauskommt, dass jemand Milliarden gescammt hat, Milliarden und mit falschen Pässen und so weiter auf der Welt flüchtet vor der Justiz, Milliarden hat der Privatanlegern und allen möglichen anderen ebenfalls geklaut. Und jetzt stellt sich heraus, noch jemand ist darin involviert, in genau dieser Thematik und hat das gefördert. Was glaubt ihr, wenn diese Person gebastelt wird, was passiert mit der Person? Normalerweise entweder Knast oder ewig langes Gerichtsverfahren, die Person kauft sich in irgendeiner Form frei, aber alle hassen die Person. Oder Option 3, wenn man sich nämlich hier in Deutschland befindet, dann wählt man diese Person zum Bundeskanzler. Moment. Entschuldigung. Entschuldigung. Jenem Abend am Flugplatz Vöslau auf der Flucht. Jan Marsalek. Jan Marsalek. Jan Marsalek. Jan Marsalek. He's missing. He was accused of fraud, vanished without a trace. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Seit mittlerweile 3 Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek weltweit gesucht. Wo steckt Jan Marsalek? Junge, einfach Kinofilm, ne? Simplicissimus, was los bei euch, Digga? Wirecard wird 1999 gegründet. Der Konzern gilt lange als... Ja, die Doku über Putin, die wollte ich auch noch im Stream gucken mit euch, aber hat noch nicht die Zeit dafür. Die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Actually, du hast recht, der Zug. Actually, wollte ich gerade sagen, das ist nicht nur Kinofilm, es ist einfach literally Kinofilm. Guck mal, das Format ist nicht mal 16:9. Einfach Kinofilm, Digga. Diese schwarzen Balken, die sind nicht von denen eingefügt. 1999 gegründet. Der Konzern gilt lange als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Eine Tech-Firma für Online-Zahlungen. Quasi das deutsche PayPal, aber für Unternehmen. Am Anfang werden vor allem Zahlungen auf Porno- und Glücksspielseiten übernommen. Doch die Kunden werden schnell seriöser. In den nächsten Jahren legt Wirecard einen kometenhaften Aufstieg hin. 2018 ist das Unternehmen größer als die Deutsche Bank. And eventually in June 2020 it collapsed. It went straight from the DAX 30 to nothing. Dan McCrum hat als erstes... Ganz kurz, DAX 30, was ist das, Freunde? Ist im Prinzip der deutsche S&P 500, ein Tier. Ja, der DAX ist ein
akzeptiert. Stellt euch vor, ihr nehmt die größten Unternehmen des Landes und ihr macht einen Index aus all diesen Unternehmen. Und jetzt sagst du, okay, ich traue mich nicht, einzelne Aktien zu kaufen, in einzelne Unternehmen zu investieren. Was, wenn der hier pleite geht, dann ist mein ganzes Geld ja weg. Ja, dann nimmst du dir einfach so ein ETF, ja, so eine Ansammlung und investierst da einfach rein, einfach indexbasiert. Und wenn eine Firma platt geht, na, da hast du ja immer noch die ganzen anderen Firmen, die das carryen und insgesamt steigt der Kurs. So grob erklärt, der DAX 30 sind also die 30 Top-Unternehmen aus Deutschland. Also der Index, wie verhält sich das wirtschaftliche Wachstum der größten 30 deutschen Unternehmen. So wie der S&P 500 die Top 500 Unternehmen aus den USA zusammenfasst. Oder der Dow Jones, da gibt es Unterschiede. Ich weiß nicht genau, wieso, weshalb und warum. Aber ja, das ist der DAX 30, die 30 größten, genau, börsennotierten Unternehmen. Dankeschön, Nico, das ist ein wichtiger Hinweis. Es geht nur um Unternehmen, die an der Börse sind, wo du als Privatanleger Aktien kaufen kannst. Im Endeffekt, was er hier nur gesagt hat, Wirecard war eins der Top 30 Unternehmen, die an der Börse sind aus Deutschland und ist einfach aus dieser Top-Position zusammen mit Allianz, Bayer, was sind noch Top-Unternehmen aus Deutschland? Mir fallen keine Beispiele ein. Siemens, genau, dankeschön. Eins davon war Wirecard. Dankeschön, die ganzen Autohersteller, Mercedes und so weiter, klar. Und eins dieser Unternehmen war Wirecard und ist dann komplett abgekackt von einem Tag auf den anderen. Und warum? Seht ihr gleich, denke ich mal. It went straight from the DAX 30 to nothing. Dan McCrum hat als erstes Ungereimtheiten in den Zahlen von Wirecard aufgedeckt und gemeinsam mit seinem Team den entscheidenden Stein im Betrugsfall ins Rollen gebracht. Wie smart musst du aber auch sein? Ganz kurz, sorry, dass ich jetzt wieder unterbreche. Ganz kurz, wenn man jetzt in seinen Aktienbroker reingeht, ja, oder sagen wir mal, wir gehen hier jetzt mal rein, da wo ich investiere. Also ich zeige euch jetzt nicht mein Depot oder sowas. Aber mal als Beispiel, wenn ich jetzt aus meinem Depot, nehmen wir mal meine Nvidia-Aktie, okay? Das sieht dann so aus. Hier. So sieht dann so eine Übersicht beispielsweise aus, ja? Der Kurs der Nvidia-Aktie steht aktuell bei 780 Euro. Du siehst hier, wie sich der Kurs in den letzten 5 Jahren verhalten hat. Hierüber bin ich aktuell ganz happy. Dann siehst du hier alles Mögliche an Daten, an Kennzahlen und so weiter und so weiter. Das hier ist einfach nur der grobe Überblick, weißt du? Dann hast du hier noch einzelne Kennzahlen, Infos zur Dividende, einzelne Daten hier unter dem Punkt Analyse und so weiter, okay? Und jetzt seht ihr diese ganzen Zahlen. Also das ist jetzt nur der grobe Überblick. Man kann ja für jedes Unternehmen noch viel detaillierter sich die ganzen Zahlen ansehen. Steigt da irgendein Mensch durch? Also dieser Mann ist so smart, er sieht diese Zahlen und denkt sich, bruh, da stimmt doch was nicht. Keine Ahnung, was der Typ für ein Gehirn hat. Einfach menschlicher Computer. Einfach ChatGPT in Person. Er ist eine natürliche künstliche Intelligenz. So ein Ding ist das. Gemeinsam mit seinem Team den entscheidenden Stein im Betrugsfall ins Rollen gebracht. Links zu McCrums Buch House of Wirecard und zum Wirecard-Podcast der SZ findet ihr in der Beschreibung. Am 18. Juni bestätigen Wirtschaftsprüfer von EY, dass bei Wirecard Belege in Höhe von 1,9 Milliarden Euro fehlen. Geld, das eigentlich auf Konten in Asien liegen soll. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vorstandschef Braun trat heute mit sofortiger Wirkung zurück. Der Traum des deutschen Ausnahmestartups ist vorbei. Ein Unternehmen mit einer deutlich solideren Erfolgsstory ist Revolut. Das ist ja mal so ein dreckiger Übergang in die Werbung. Du nimmst ein Finanzunternehmen, blendest ein, Insolvenz, machst einen Jump Cut. Übrigens, der Sponsor des heutigen Videos ist dieses Finanzunternehmen. Das ist übrigens besser. Das ist so, stellt euch vor, ich mache so ein Video, der Untergang von G-Fuel. Ja, G-Fuel hat voll verkackt, so als Energy Drink und sowas. Aber bei Holy Energy. Über unseren Link kannst du dir die App herunterladen mit einem 20€ Willkommensbonus. Ihr wisst Bescheid. Die Sache ist, ich hatte irgendwo neulich relativ scharfe Kritik gelesen zu Revolut. Irgendwas war da. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bevor ihr durch eine Influencer-Werbung oder so wirklich finanzielle Entscheidungen trefft, ne? Recherchiert da bitte gut, informiert euch. Keine Ahnung, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwas klingelt gerade bei mir im Hinterkopf. Aber ja, hier, ihr habt krasse Vorteile, wenn ihr das über deren Link macht und ihr kriegt 20€ geschenkt. Ihr wisst Bescheid, ich skippe das jetzt einfach mal für den Flow dieser Reaction hier, aber genau, Kuss geht raus auf an Revolut fürs Sponsern von Simplis Video, sodass ich darauf reagieren kann. Kuss an Revolut. Markus Braun wird festgenommen. Er wird wegen unrichtiger Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erteilt aber nicht nur gegen ihn einen Haftbefehl.
Der zweite, mutmaßlich Hauptverantwortliche, ist der Österreicher Jan Marszalek, Vorstand bei Wirecard und maßgeblich zuständig für die Geschäfte in Asien. Seit Dezember 2022 läuft ein gewaltiger Prozess zu dem Fall. Neben Ex-CEO Markus Braun sitzen auch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfer und Kronzeuge Oliver Bellenhaus auf der Anklagebank. Für alle Männer gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Prozess findet ohne... Einfach der gleiche Typ. Kennt ihr dieses Meme von Obama, wie er sich selbst die Medaille anlegt? Genau so sieht das aus. Der gleiche Typ verhaftet sich einfach selbst. Nur einmal mit Brille und Maske und einmal ohne, damit es nicht so auffällt. Für alle Männer gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Prozess findet ohne Marszalek statt. Denn von ihm fehlt seit fast 4 Jahren jede Spur. Marszalek wird am Tag, an dem EY die Bilanzprobleme publik macht, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Braun bittet ihn trotzdem, auf die Philippinen zu reisen. Dort soll er herausfinden, wo die 1,9 Milliarden Euro geblieben sind. Am 23. Juni 2020 landet er am Flughafen von Manila. Einen Tag später reist er aus dem knapp 800 Kilometer entfernten Cebu weiter nach China. So steht es zumindest in den Dokumenten der Einwanderungsbehörde der Philippinen. Aber irgendwas stimmt nicht. Bei seiner Einreise ist Jan Marszalek auf den Überwachungskameras des Flughafens nicht zu sehen. Junge, das ist so weird, ne? Also das bringt mich immer so krass zum Nachdenken. Kannst du überhaupt bei sowas wirklich abhauen, so für immer? Kannst du auf dieser digitalen Erde untertauchen? Geht das? Und zweitens, kannst du das auch ohne Milliardär zu sein? Klar, wenn du Kohle hast, kannst du jeden bestechen, jeden schmieren, verschwindest von jeder Überwachungsaufnahme. Und alle bezeugen, hey, der war hier nicht, der war hier nicht. Klar, mit genug Kohle ist das möglich. Aber geht das, wenn du keine Kohle hast und ultra Dreck am Stecken hast? Kannst du dann abhauen vor der Justiz, wenn du groß genug als Case bist, dass selbst das FBI und CIA und so fahren nach dir? Ich habe neulich eine Reaction von Kaiser gesehen zu dem Fall Rebecca Reusch. Kennt ihr safe ja noch von vor ein paar Jahren? Dieses vermisste Mädchen, das bis heute nicht aufgetaucht ist. Und man weiß ja nicht, wer der Täter ist, so, ne? Also logischerweise. Auch der Kollege Schnürschuh ist auf freiem Fuß, so. Aber ich frage mich nur, wie lange geht das gut? Wie lange kannst du dich wirklich vor der Justiz verstecken? Und da weiß man ja nicht, wer es war. Aber wenn man weiß, wer du bist, so wie jetzt in dem Fall von Jan Marszalek, da kennt man ja sein Gesicht. Wie ist das, wenn selbst FBI, CIA und so weiter nach dir fahnden? Kannst du dann wirklich untertauchen? Im Film ist das ja immer, die sind dann so in Rio de Janeiro und leben so mitten in diesen, nennt man das da Slums, ja, ne? Oder genau so in Mumbai oder so, da tauchen die dann immer unter. Mitten im Nirgendwo. Dann kommt plötzlich der FBI-Agent und diese ganzen Einheimischen und du hörst immer so dieses The American, The American! Und er ist so, der American. Aber dann bist du ja wieder, bist ja nicht unsichtbar als der Amerikaner in Mumbai, so, weißt du? Deswegen, geht das? Am vermeintlichen Abreisetag gibt es auch überhaupt keine Flüge nach China. Beamte der Einwanderungsbehörde haben offenbar die Daten gefälscht. Sie werden später dafür angeklagt. Was? Er war nicht in China? Am endlichen Abreisetag gibt es auch überhaupt keine Flüge nach China. Beamte der Einwanderungsbehörde haben offenbar die Daten gefälscht. Siehst du, das meine ich. Wenn du genug Kohle hast, dann schaffst du es einfach, dass Beamte der Einwanderungsbehörde irgendwo in China einfach ein offizielles Dokument erstellen. Yo, Jan Marszalek ist hier eingereist am 23. April 2020. Der ist nach China geflogen. Ja, bestätigen wir. Siegel. Bro, dann ist doch eigentlich nichts mehr legitim, nichts mehr legit. Du kannst nicht mal einem offiziellen Dokument von irgendeiner Regierung vertrauen, oder? Man kann ja gar nichts mehr vertrauen. Und jetzt haben wir auch noch KI-generierte Videos. Nicht mal mehr, wenn ihr ein Video seht, könnt ihr darauf 100% vertrauen, dass das echt ist. Ich könnte eventuell ein VTuber sein und ihr wisst es gar nicht. Vielleicht existiert Matthias Berger ja gar nicht. Oh Junge, ey, dieser Gedanke ist so skurril. Leute, wir leben einfach in der Black Mirror-Folge. Also vor ein paar Jahren hat sich Black Mirror noch angefühlt wie, boah, in 20 Jahren ist es soweit. Nee, Digga, morgen. Sie werden später dafür angeklagt. Wo? Ich habe neulich noch so ein Meme gesehen. Kennt ihr dieses Ryan Gosling-Meme, wo er aus Drive so am Steuer sitzt und dann läuft halt der Soundtrack, ne, Nightcall, und dann sind da irgendwelche lustigen russischen Dashcam-Videos dazu eingeblendet und er ist so, als würde er das so, ja, bezeugen und dabei zuschauen. Ich habe neulich so ein Meme gesehen, da passiert die heftigste Kacke und am Ende hebt ein Auto ab und da habe ich erst gecheckt, Digga, das ist aus einem Game, das ist Unreal Engine 5 oder so gewesen. Das war gar nicht die Realität. Ich hätte schwören können, das war ein echtes Video.
Weil in diesen Memes ist ja die Qualität immer noch so ein bisschen schlechter, ne? Ist ja nicht immer alles in 4K oder Full HD, sondern so ein bisschen verpixelt ist das, ein bisschen unscharf. Und schon sehen Unreal Engine 5 Videos einfach wie die Realität aus, Digga. Da ist alles passiert. Ich dachte, was zur Hölle ist das für ein Clip? Ich kenne ja einiges an Dashcam-Videos, aber das ist ja so wild. Da ist echt alles passiert, ne? Hier ist wer wem draufgefahren, dann ist der so dagegen und da ist noch ein Mensch und der hat eine Oma so voll weggekickt und die Oma hat sich dreimal in der Luft gedreht und ist weggeflogen. Das sah alles so echt aus und dann fuhr so ein Truck und plötzlich hebt er so ab. Und da habe ich erst gecheckt, oh mein Gott, das ist fake. Krass, ich habe es bis zum Schluss geglaubt. Junge, es ist so gruselig. Ey, was für eine Welt leben wir? Okay, weiter. Wo ist Marshalek also wirklich? Noch am Abend des 18. Juni geht Marshalek in ein Restaurant in München, ins Il Sogno. Hier trifft er sich mit zwei Vertrauten aus Österreich. Der erste ist Martin Weiß. Der Martin, der ist auch wieder dabei. Ein ehemaliger Verfassungsschützer. Der zweite ist Thomas Schellenbacher, Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Marshalek erzählt den beiden, dass er dringend auf die Philippinen müsse, um die Bilanzprobleme von Wirecard zu regeln. Am liebsten will er... Woher weiß man das? Hat ein FPÖler etwa Geständnis, ne? ...über Minsk, Belarus fliegen. Er gibt ihnen seinen Reisepass, damit sie einen Flug für ihn buchen können. Am nächsten Tag geht um 11.56 Uhr eine Mail am Flughafen in Minsk ein. Der Absender, eine Mitarbeiterin der Minsker Reiseagentur Planeta Krios. Es geht um die VIP-Einreise eines besonderen Gastes aus Wien. Im Anhang ist ein Diplomatenpass aus dem Karibikstaat Grenada. Laut Recherchen der SZ wurde die Mail später inklusive Anhang versehentlich gelöscht. Am Abend hebt eine... Wir haben's aus Versehen. Nee, ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe aus Versehen den Löschenknopf gedrückt und ich weiß auch leider gar nichts mehr. Das klingt genau wie unser Kanzler, Digga. Kleine Cessna mit Jan Marshalek an Bord ab und fliegt Richtung Belarus. Knapp 3 Stunden später landet die Maschine in Minsk. Bei der Passkontrolle am Flughafen legt Marshalek seinen echten Pass vor. Er wird bereits erwartet. Ein schwarzer Mercedes-Kleinbus mit belarussischem Kennzeichen holt ihn ab. Er wird ins 45 Kilometer entfernte Hotel Hampton in der Tolstoi-Straße in Minsk gebracht. Die Minsker Behörden wissen nicht, ob Marshalek Belarus je verlassen hat oder wo er sich befinden könnte. Marshalek hat mehrere Tage Vorsprung, als die Staatsanwaltschaft beginnt, nach ihm zu suchen. Sie stürmen eine seiner Villen in München. Was sie dort finden, wirft nur noch mehr Fragen auf. Aber wenn die jetzt schon so ganz viele Ausweise, ganz viele Reisepässe und sowas finden, dann muss er sich ja vorbereitet haben, ne? Dann ist das nicht so ein, oha, wir wurden gebastelt, schnell, ich muss reagieren, sondern das ist so ein, okay, ich plane jetzt über Jahre hinweg, was, wenn wir gebastelt werden, wisst ihr? Vor seiner Flucht verbringt Marshalek die meiste Zeit hier, in der Prinzregentenstraße, Haus Nummer 61. Eine schicke Villa und sowas wie ein Clubhaus für Marshalek, seine Geschäftsfreunde und enge Vertraute. Es gibt eine High-End-Überwachungsanlage und Pläne für einen abhörsicheren Raum. Gewohnt hat hier niemand. Das Gebäude wurde teilweise als Büro genutzt, zum Beispiel von Martin Weiß, dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer. Da ist er wieder, der Martin. Der Marshalek zur Flucht verholfen hat. Weißt du, du erwartest ihn einfach nicht. Und dann jumpscared er wieder. Spawnt er da einfach. Literally, er spawnt einfach. Der Martin. Den Ehemaligen. Immer dabei. Selbst in einer unbewohnten Villa in Bayern, Digga. Ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer, der Marshalek zur Flucht verholfen hat. Aber auch Ex-Agenten, Militärs und Geldwäscher gehen ein und aus. Inmitten von italienischen Designermöbeln und teuren Ölgemälden sitzen sie und diskutieren Geschäfte. Manchmal gehen sie dafür auch in feine Restaurants. Geschäftlich ins Feinkost Käfer, privat ins Matsuhisha Munich. In der Villa finden die Beamten etliche teure Gemälde und Skulpturen. Sogar eine Figur von Wladimir Putin stand auf seinem Schreibtisch. Außerdem finden sie eine schwarze Kampfmontur. Damit war Marshalek 2017 offenbar in Palmyra in Syrien. Kurz nachdem das Gebiet durch syrische Truppen vom IS befreit wurde. Russland hat die syrischen Kräfte bei der Befreiung unterstützt. Marshalek wollte wohl etwas erleben, was niemand sonst erleben kann. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen. Boah, Leute, ich bin so verwirrt von den Hobbys von Milliardären, ne? Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Angenommen, ihr habt all das Geld, das ihr jemals haben und brauchen wolltet. Ihr habt alles an Geld. Geld spielt keine Rolle mehr. Ihr müsst nicht mehr arbeiten. Ihr müsst nicht mehr hustlen oder sonst was. Geld ist für immer ein erledigtes Thema. Ihr werdet für immer mehr Geld haben, als ihr ausgeben könnt. Also alles, was ihr euch kaufen wollt, habt ihr euch schon gekauft. Eine Villa, eine Yacht und so weiter.
Ihr habt alles, wirklich alles Geld der Welt. Was macht ihr dann? Den Gedanken habe ich schon ein paar Mal gehabt. So, ich habe ein Ziel vor Augen. Okay, angenommen, ich habe jetzt das und das Geld und für meine Familie ist ausgesorgt, für meine Kinder, bla 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 bla. Würde ich dann noch arbeiten wollen oder wie sieht das aus? Was mache ich denn dann? Angenommen, ich sag mal, ich will ein Jahr Pause machen und nicht arbeiten. Was mache ich denn dann? So, da habe ich schon drüber nachgedacht, was ich so für Projekte stemmen wollen würde. Schulen bauen, Stefan, ist tatsächlich auch einer dieser Gedanken gewesen. Schulen und ich würde ganz viele Grundstücke kaufen und da einfach Hundeplätze drauf machen. Ich glaube, ich würde mich gar nicht so sehr um Menschen kümmern. Ich würde mich um Hunde kümmern, Digga. Oder einfach 500 Hunde adoptieren. Einfach Tierheime eröffnen, Digga. Aber so Premium-Tierheime, wo die nicht in einem Zwinger sitzen, sondern wo die so Maschala 5-Sterne-Gourmet-Menüs bekommen, weißt du? So jeden Tag kriegt so ein Verlassener Hund, kriegt einfach jeden Tag so ein Black Angus-Steak, Alter. Aber ja, es ist so weird, was Milliardäre, die in der Situation sind, die ich euch jetzt genannt habe, es ist so weird, was Milliardäre da machen, ne? Es ist so seltsam, Alter. Nach Afrika fliegen und einfach vom Aussterben bedrohte Tierarten jagen, Squid Game veranstalten, ins All fliegen. Es ist so seltsam. Die Titanic besuchen, nach Syrien ins Kriegsgebiet fliegen und einfach mal gucken, wie das so aussieht. S. Marshalek wollte wohl etwas erleben, was niemand sonst erleben kann. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen. Also, jetzt habe ich echt alles gehört im Leben, ne? Reisen. When he gets there, he's showing the Russian troops the gear he's brought with him. He's got like this super Kevlar helmet, some sort of jacket which has a bulletproof vest built into it. And the troops say to him, "Jan, this is some really nice stuff you've got here. But if you go for a stroll out there wearing this, every sniper in the area is going to think you're the number one VIP and they're going to shoot you dead." So he leaves it all in the hotel. And so there's this little bit of this, I mean, in English we say all the gear and no idea. Das alles will nicht so ganz zum Vorstand eines deutschen Top-Unternehmens passen. All the gear and no idea ist so ein schöner Satz. Das ist echt so ein Classic-Ding, ne? In jedem Bereich, dass Leute erstmal haufenweise Geld auf ihr Problem schmeißen, ohne sich wirklich befasst zu haben damit. Das beobachte ich beispielsweise im Gym so oft. Leute kommen hin, melden sich neu an und haben alles, Digga. Die haben Zughilfen, Bandagen, einen Gürtel, Digga. Alles, Bruder. Vor ihren Lifts erstmal Kreide aus der Tube. Volles Rohr, Bruder. Und führen dann solche Raps aus. Wir haben einen im Gym, das ist wirklich... der immer nur so macht. Oder hier, Cable Flies. Da geht der immer hier hin und macht so. So, das Ding ist, ich bin mir 100% sicher, wir haben halt einen Trainer im Gym, der immer rumgeht und immer guckt, ob alle richtig trainieren. Der kam schon so oft und hat mich angemeckert wegen allem möglichen Kack und ich bin da so dankbar für, weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin jahrelang in einer großen Gym-Kette gewesen. Da ist es überhaupt nicht so, weißt du? Da sind ja alle egal. Aber ich bin mir 100% sicher, weil dieser eine Trainer, ne, der Berg, der geht halt immer rum und korrigiert die Form. Der hat ihn doch safe schon 100-mal korrigiert. Das Ding ist, ich will immer nicht hingehen und so einen auf Klugscheißer machen, ey, Entschuldigung, weil erstens, vielleicht hat er ja einen Gedanken dahinter, einen Plan dahinter. Vielleicht will er ja nur in der Gedehnten bleiben und nur die gedehnte Position trainieren. Weiß ich ja nicht, vielleicht. Oder vielleicht hat er irgendwelche Gelenkverletzungen. Und außerdem, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist, ich bin nicht gut genug, um anderen Tipps zu geben im Gym. Weil niemand nimmt dich ernst, wenn du als Fettsack kommst und sagst, ey Bro, mach mal so und so, da triffst du den Muskel besser. Diggi, ich sehe nicht so aus, als würde ich wissen, wovon ich rede im Gym, weißt du? Deswegen traue ich mich dann immer nicht hinzugehen und irgendwie zu sagen, ey, Entschuldigung, pass auf, wenn du die ganze Range of Motion nutzt, dann trainierst du effektiver, so weißt du? Keine Ahnung. Das ist genau das. All the gear, no idea. Leute schaffen sich alles an, schmeißen Geld auf ihr Problem, kaufen sich schon das teuerste Equipment, das Beste und so weiter und wissen dann aber überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Deswegen, ich kriege ja auch oft die Frage jetzt auf meinem Zauberkanal, Matti, wie ist das? Ich will jetzt einsteigen. Welche Gimmicks muss ich kaufen? Ich habe mir schon meinen Warenkorb in deinem Shop zusammengestellt. Das sind 500 Euro. Und natürlich sagt jetzt der Geschäftsmann in mir, ja, ja, kauf mal. Aber den Tipp gebe ich da nicht. Ich weiß nicht. Ich kann solche schmutzigen Geschäfte nicht machen. Ich sag dann, Bro, mach ich mal die Basics. Ich werde da zum Karl S. Zu genau so einem Glatzkopf wie vorhin der Typ mit der Maske und sein Justiztyp, der hinter ihm stand. Weil es ist wichtig, dass man erstmal die Grundlagen hat. Es bringt dir nichts, 500 Euro Gimmicks zu kaufen, wenn du kein Double Lift kannst. Nicht weiß, wie man Kartendeck hält, so, weißt du? Ja, dann kauf dir doch nicht irgendwelche Gimmicks. Lern doch erstmal die Grundlagen, so, weißt du? Ich habe so einen langen Talk gemacht wegen einer so unwesentlichen Sache. Bruder, diese Reaction wird so lang gehen, ey. Oh, Junge. Ihr guckt diese Reaction hier wegen dem, was ich euch erzähle, drumherum, oder? Hallo? 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 Was hat das mit der Villa auf sich?
Warum? Das frage ich mich auch. Sind dort so viele zwielichtige Menschen ein- und ausgegangen? Den Ermittlern wird bewusst, dass die Suche nach Marshalek viel aufwendiger wird als zunächst gedacht. Sie haben es mit einem Mann zu tun, der jederzeit bereit war, sich in Luft aufzulösen. Marshalek. Eben, er war halt so prepared, ne? Er hat einfach damit gerechnet, irgendwann fliege ich auf und dann muss ich einen Ablenzer machen. Marshalek soll Verbindungen zu verschiedenen Geheimdiensten gehabt haben. Laut Bekannten habe er sich gerne mit aktiven und ehemaligen Agenten und Spionen umgeben. Er selbst war scheinbar eine Art Hobbyinformant. Vor Geschäftspartnern gab er anscheinend damit an, die Pläne des russischen Nervengifts Novichok zu besitzen. Damit wurden Anschläge auf die russischen Oppositionellen Sergei Skripal und Alexei Nawalny begangen. Ist schon sehr weirder Flex. In geleakten Chatnachrichten prahlt er mit seinen Kontakten zur amerikanischen CIA und zum israelischen Mossad. Einige geleakte SMS deuten darauf hin, dass er als V-Mann für die rechtspopulistische FPÖ tätig war. Das überrascht jetzt, glaube ich, keinen mehr, ne? Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass Marshalek als Informant für den österreichischen Geheimdienst BVT unter Martin Weiß gearbeitet hat. Der Martin. In Libyen wollte er laut Financial Times eine eigene Söldnertruppe rekrutieren. Marshalek hat schon während seiner Zeit bei Wirecard gerne Decknamen verwendet. In Videocalls hat er sich als John Smith eingeloggt. Während seiner Flucht schickt er als Richard Dabrowski und Karim Gasmi Nachrichten an Vertraute. Doch Marshalek hat noch viele weitere Identitäten. Mit diesen beiden Bildern fanden das BKA, Europol und Interpol nach ihm. I've actually got his poster behind me. There's the wanted poster, which I think you can still see on train stations and the like in Germany. Aber kennt ihr auch dieses hier oder die hier? Jan Marshalek hat für viele seiner falschen Namen einen eigenen Pass. Digga, einfach, it's Jason Bourne. Jesus Christ, it's Jesus Christ. Als Max Mauer soll er Belarus bei seiner Flucht verlassen haben. I think 7 was the number that I heard, as well as having a diplomatic passport potentially. Wisst ihr, die Sache ist, ich würde mich jetzt bei jedem anderen Menschen drüber lustig machen, wie der da sitzt, aber bei ihm ist das so episch. Guck mal, mir steht das nicht. Ich könnte das jetzt nicht. All the gear and no idea. Mich nimmt hier keiner ernst, Bruder. Warum ist das eigentlich so unscharf? Kamera, Fokus. Hallo? Warum sieht das bei ihm so episch aus, Digga? Das sieht richtig so spannend aus, weißt du? Wenn etwas spannend und interessant ist, dann lehnst du dich nach vorne, um genauer zuzuhören. Und genau so lehnt er sich nach vorne, um es dir ganz leise flüsternd mitzuteilen. Passt sehr gut in den Ton dieser Doku. From a country in the Caribbean. And that kind of fits with the picture of him as well. You know, he was comfortably multilingual. Went to the French school in Vienna, had a Czech father. Spoke English perfectly. Mit seinen Pässen war Marshalek seit 2010 viel unterwegs. Er war mehrfach in Singapur und Dubai, wo Wirecard Niederlassungen hatte. Er war auch in Budapest, Paris, Wien, London, Mumbai, Nizza und Moskau. Insgesamt soll... Oh, ich krieg einen Krampf im Oberschenkel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist gerade, oh, das ist der schmerzhafteste Kampf, den ich jemals hatte. Oh mein Gott. Ah, ich wollte doch nur eine neue Sitzposition probieren. Oh, was mache ich denn jetzt? Wie dehne ich denn dagegen? Wo ist das? Ah. Ah. Oh, ja, Strecken hilft. Oh. Oh, der geht gerade weg. Junge, was zur Hölle, Mann? Hier. Innerer Quad-Kopf. Aber Bruder, habe ich Oberschenkel bekommen. Maschallah, guckt euch das an. Okay, können wir jetzt weiter reagieren, bitte? Jetzt zack, andere Seite. Maul. Oh krass, das ist ein Sinnbild für die ganze Welt, dreht sich um Jan Marshalek. Guck mal. Budapest, Paris, Wien, London. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? See what I did there? London, Mumbai, Nizza und Moskau. Insgesamt soll Marshalek seit 2010 über 60 Mal in Russland gewesen sein. There are some instances where he sort of flies in one day and almost immediately flies out again. So he's clearly meeting people at the airport or close by. And that's a kind of odd thing to do. 2022 wird der Süddeutschen Zeitung und der kremlkritischen Online-Plattform Dossier Center ein Dokument zugespielt. Das Dokument ist ein weiterer falscher Pass, ausgestellt auf den Namen German Bajenov. Der liefert einen Hinweis auf den Aufenthaltsort und die neueste Identität Marshaleks.
Aber man, das Ding an solchen so True-Crime-Dokus ist immer, man weiß schon sehr vieles so. Man kriegt schon sehr viel Information, aber nicht die Auflösung am Ende. Und so wurde er gefasst. Und das frustriert immer so, dass das Video dann endet mit, gucken wir mal, wann wir den fassen. So. Mann. Moskau. Ein Audi A8 kommt vorgefahren. Auf der Rückbank. Junge. Maschallah. Da ist sein Name Programm, Digga. Nicht Maschalek, das ist Maschallah. Oder Audi A8 war, als ich ein Teenager war, das Traumauto für mich. Realistisches Traumauto, wenn ich mal relativ viel Kohle habe. Audi A5. Den habe ich wieder abgegeben. War doch nicht so ein nicer Traum. Und so dieser, angenommen, ich werde einfach random Multimillionär und weiß nicht mehr, was ich mit meinem Geld machen soll, dann Audi R8, Digga. Aber was für Rückbank? Gibt's ein Audi R8 mit Rückbank? Ich bin eindeutig nicht informiert genug. R8 kommt vorgefahren. Auf der Rückbank ein Mann mit roter Jacke, Glatze und Vollbart. Er ist gerade zurück aus seinem Winterurlaub in Sotschi. Direkt dahinter ein Toyota Land Cruiser, in dem seine Beschützer vom Geheimdienst sitzen. Es geht ins La Mer, ein Moskauer Edelrestaurant, in dem auch Wladimir Putin gern isst. Besonders La Mer, La Mer, irgendwas Französisches. Kennt ihr? Der Song von Findet Nemo? Bekannt ist das Restaurant für seinen Fisch. Austern, Hummer, Kaviar, alles fangfrisch. Nach dem Essen geht es zurück in die streng bewachte Community Mayendorf Gardens. Die ist in einer der teuersten Wohngegenden Russlands, Rastori. Hier wohnt Maschalek. Wie auch in München, stilecht in einer Villa. Neben den Superreichen hat auch der Kreml hier sein Gästehaus. Nicht weit entfernt hat Putin sein Anwesen. Es sieht so aus, als habe jemand zwar die Stadt und Identität gewechselt, aber seinen Stil beibehalten. Als Agent mit der Lizenz zum Luxus, schreibt die SZ. Das ist das neue Leben von Jan Maschalek. Wahrscheinlich. We have to understand, of course, there is sort of mystery layered on mystery here. And so maybe everything that we hear or is reported isn't the complete truth. Die Details von Maschaleks neuem Leben kommen größtenteils aus russischen Quellen. Immer wieder werden Fotos geteilt, die ihn in seinem Auto oder in einem Luxusrestaurant zeigen sollen. Die Infos lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen. Die deutsche Justiz und Behörden weltweit sind sich mittlerweile aber sicher, dass Maschalek wirklich in Moskau untergetaucht ist und dort seit mittlerweile 3 Jahren lebt. 2021 bekommt der Bundesnachrichten. Aber kann man es denn wirklich untergetaucht nennen, wenn er da eine fette Villa mit einem Tennisplatz hat? Dienst sogar ein Gesprächsangebot aus Moskau. So there was a moment when a meeting was offered by some part of the Russian Secret Service to their German equivalent. Would you like to come and meet Jan Maschalek? Talk to him, find out what was going on. And they turned him down, I think because they realized if there was photographs or videos taken of German secret agents secretly meeting Jan Maschalek, the bad guy who's disappeared, that would just fuel a lot of conspiracy theory and, you know, would raise more questions. So they turned that down. Die Bundesregierung hat zu diesem Fall bis heute keine Angaben gemacht. Im Dezember 2023 erscheint ein Bericht. Das war ein sehr verwirrendes Kapitel, aber findet ihr nicht auch? Boah, let me cook. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden, Leute. Ich habe Jan Maschalek gefunden. Ich habe ihn gefunden. Er spielt bei The Rookie mit, hat jetzt etwas längere Haare und spielt Tim Bradford in The Rookie. Also jetzt mal real talk, they're the same picture. Ist exakt der gleiche Mensch. Case closed. FBI, CIA, hier, ich bin euer Mann. So, weiter. Das Wall Street Journal. Nach allem, was Behörden weltweit ermitteln konnten, scheint immer klarer zu werden. Jan Maschalek ist wirklich seit fast 10 Jahren ein russischer Spion. Laut einer Recherche von Bellingcat ist er ab 2014 immer häufiger nach Moskau gereist. Digga, ist das weird, ne? Also es fühlt sich so an wie so ein Film aus den 60ern. Russischer Spion ist einfach gefühlt so ein Kampfbegriff aus dem Kalten Krieg, ne? So ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Einfach Kinofilm, diese Doku, und es ist einfach das echte Leben. Ist das weird, Mann? Er soll Informationen von Wirecard-Kunden an Moskau weitergegeben haben. Zu diesen Kunden gehörten auch der BND und das BKA. Das BKA soll fast ein Drittel seiner Kreditkartenzahlungen für Informanten über Wirecard abgewickelt haben. Durch Einsicht in diese Überweisungen lassen sich indirekt Identität und Aufenthaltsort von Geheimdienstbeamten zurückverfolgen. Bro, Russland weiß alles jetzt über uns und unseren Geheimdienst. Digga, deutscher Geheimdienst spielt einfach Dame, Russland 3D-Schach. Folgen.
Marshalek soll auch die russische paramilitärische Wagner-Gruppe unterstützt haben. Außerdem soll er illegal Geld für russische Spione bewegt haben, um geheime Operationen zu finanzieren. So auch eine Gruppe von Bulgaren, die in Großbritannien für Russland spioniert haben soll. Nachdem Dan McCrum 2019 das erste Mal über finanzielle Ungereimtheiten in Singapur berichtete, wurde er zur Zielscheibe von Einschüchterungsversuchen. Er und andere Journalisten wurden observiert, ihre Handys abgehört. McCrum vermutet, dass die in Großbritannien... Oh, habt ihr auch gerade Herzrasen? Ich habe immer Herzrasen, wenn ich in einem Film oder Video oder wo auch immer ein Handy vibrieren höre. Dann habe ich immer Herzrasen. Oh, mein Handy vibriert, ich muss schnell rangehen. Noch aus einer Zeit, wo es mir psychisch richtig schlecht ging, wo jeder Anruf mir psychisch Ultradruck gemacht hat. Das war so 2019, da habe ich so die Tiefpunktphase meiner Psyche gehabt. Da war wirklich immer, wenn mein Handy... Ich habe genau diesen Sound in der Tonhöhe, die sie hier gerade eingespielt haben. Das habe ich gehört. Sofort Herzrasen, sofort Anxiety hier oben, weil ich wusste, okay, das nächste Problem steht an. Finanzamt ruft an oder Hai ruft an, weil irgendwas bei Somnium wieder schief läuft oder Steuerberaterin rief an oder was weiß ich. Sehr viel Stress hatte ich in der Zeit in meinem Leben und das hat mich richtig ausgebrannt psychisch, sodass ich wirklich bei jedem Anruf Herzrasen bekommen habe. Und das Ding ist, ich habe zwar diese ganzen Herausforderungen gemeistert und mir geht es heute sehr gut, aber was geblieben ist, ist diese sobald ich ein Handy vibrieren höre, habe ich Herzrasen. Habt ihr das auch? Oder bin ich da alleine? Ah, mich triggert dieser Sound so massiv. Okay, ich bin nicht allein. Das ist gut. Britannien verhafteten Bulgaren damit zu tun gehabt haben könnten. And so, one of these guys is alleged to have essentially run a company that helped you hack phones. And he helped Jan Marsalek. Pretty sure at about the time he was trying to hack my phone and work out what I was doing, hack people's phones, find out their locations, steal their contacts, that sort of thing. Die Staatsanwaltschaft in Großbritannien wirft Marshalek vor, dieser Gruppe von Bulgaren von 2020 bis 2023 Befehle erteilt zu haben. Die Gruppe hat unter anderem Infos über Zielpersonen gesammelt, um Russland bei Entführungen zu helfen. McCrum vermutet, dass Russland Marshalek als Gegenleistung für seine Spionagetätigkeiten bei seiner Flucht geholfen hat. I think if you're a country like Russia, you kind of have to advertise that you look after your guys, don't you? You can't leave them out in the cold or throw them to the wolves. Because why would people then work for you? In the future. Ich sag's immer wieder, es ist einfach Fiebertraum gefühlt, ne? Es ist einfach so ein klassischer, organisiertes Verbrechen-Kinofilm, aber im echten Leben. Und zwar nicht so auf Ebene Mafia-mäßig, die Leute regieren irgendeine Stadt oder so. Junge, das ist einfach global. Dieses ganze Thema Russland, Bruder, das ist so weird, Mann. Mann, in was für einer Welt leben wir, Bruder? Vorhin mein Talk zu gefühlt, leben wir in Black Mirror. Jetzt realisiere ich, außerdem leben wir nicht nur in Black Mirror, wir leben außerdem auch noch in Jason Bourne meets James Bond. Und der Kalte Krieg besteht bis heute noch. Beziehungsweise er kriegt jetzt sein Revival, Kalter Krieg 2.0. Der zweite Kalte Krieg. Beängstigend, ne? Was war so meine Idee, als ich realisiert habe, wie kacke diese Welt ist? Ey, Maus, lass mal ein Baby machen. Lass mal dieser Welt ein unschuldiges Kind da einfach reinwerfen. Kind, du kriegst das schon hin. In Deutschland drohen Marshalek bei einer Verurteilung bis zu 14 Jahre Haft. Doch dafür müssten die Justizbehörden ihn erstmal in die Finger bekommen. Das einzige handfeste Lebenszeichen von Marshalek ist ein 8-seitiger Brief, der im Juli 2023 bei den Justizbehörden in Deutschland einging. Darin beteuert Marshalek seine Unschuld. Statt Täter sei er selbst Opfer eines Betrugs geworden. Der eigentliche Täter sei der ebenfalls angeklagte Ex-Manager Oliver. Da ist er wieder und verhaftet sich selbst. Rebellenhaus. In dem Brief steht weder, wo Marshalek ist, noch wo die fehlenden 1,9 Milliarden sind. Marshaleks Anwalt Frank Eckstein scheint aber offensichtlich mit seinem Mandanten in Kontakt zu stehen. Dicker. Imagine, du heißt einfach Eckstein und bist der Rechtsanwalt von jemandem, der sich versteckt. Sein Name ist Programm Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Frank Eckstein scheint aber offensichtlich mit seinem Mandanten in Kontakt zu stehen. Das Gericht schätzt den Brief als weitgehend unbrauchbar ein. Laut Wall Street Journal könnte Marshalek sich aktuell in Dubai aufhalten. Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin soll er dort aktuell beim Wiederaufbau der Wagner-Gruppe in Afrika helfen.
Die Jagd nach einem der meistgesuchten Männer der Welt geht weiter. Die Behörden tappen immer noch im Dunkeln. Erst kürzlich wurde der Wirecard-Prozess um fast ein Jahr verlängert. Neue Recherchen, unter anderem vom ZDF und vom Spiegel, haben jetzt aufgedeckt, dass Marschalek nach seinem Verschwinden, aber auch schon Jahre davor, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Marschalek soll durch eine Liebesbeziehung mit der mutmaßlichen russischen Agentin Natalia Slobing in die Spionage eingebunden worden sein. Nach seiner Flucht verhalfen ihm die russischen Behörden zu einer neuen Identität. Er benutzte den Pass eines Priesters. Cheers. Bruder. Junge, das war einfach ein Kinofilm. Und mein Chat so, kommt heute noch Fortnite? Ja, alles schön und gut, Matti, aber spielen wir jetzt Fortnite? Stimmt, auf Scholz sind die nicht eingegangen, ne? Weird. Aber die haben sich wirklich aufs Wesentliche beschränkt, so, ne? Krass, Alter, das war ein Brocken. Das muss ich ja echt emotional erstmal verarbeiten. Mein Oberschenkel tut immer noch weh, ne? Oh, Junge, was war das für ein Video? Also, tausendfache Props gehen ja mal an Simplicissimus raus. Es sei denen so von Herzen gegönnt, nach 2 Tagen bald 1 Million Aufrufe hier mit Sponsor und allen Pipapo. Ey, es sei euch gegönnt, Jungs. Die machen so krass. Content, wirklich. So kranken Content. Und hier geht es direkt weiter zu einem weiteren Fiebertraum. Da hat der Rezo über Verschwörungstheoretiker berichtet, beziehungsweise die völlig auseinandergenommen auf so einer richtig lustigen, sarkastischen Art und Weise. Wenn ihr das Video bisher noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Es lohnt sich.